Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Minecraft, besser gesagt, Let's Show Minecraft. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß bei diesem Let's Show. Und ja, wir werden jetzt mal das Kino in dieser Folge weiterbauen. Beziehungsweise was suchen, fertigzustellen. Mal schauen, wie weit wir kommen werden. Es fehlt jetzt noch die Damentoilette hier. Und ja, dann hätten wir auch so gut wie alles. So, dann die Tür. So. Waschbecken kommt dann hierher. Das Enderportal sind ja, also das Enderportal sind ja die Waschbecken, gell? So, was habe ich da genommen als Waschbecken, was als Klo? Da muss ich jetzt nochmal nachschauen, da die letzte Folge schon ein bisschen her ist, ein bisschen nur. Hä? Okay. Waschbecken waren. Ach, die Teile. Okay, alles klar. Ich komme langsam wieder dahinter. Das waren die Kessel, oder was das war. Ich muss aber schauen, wo die waren. Das ist das, das ist das, das, das. Hier sind sie, da habe ich sie. Schilder brauche ich jetzt erstmal nicht. Warum ist der Eingang hier so verwinkelt eigentlich? Alter Schwede. Da habe ich auch ganz schön verwinkelt gebaut, du. Das muss ich mal dazu sagen. Aber egal. So, Waschbecken kommen hierher. Geht so genau auf. Hey, geil. Die Toiletten wollte ich ja so bauen, dass ich immer sei so Wand frei habe. Richtig. Muss ich mal schauen, warte mal. So. 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 Und so. Darauf da hinten nichts mehr hin. Was passt denn da nicht, ne? Aber ich muss das anders machen. Hier so ein Teil. Hier so ein Teil. So. So, so, so und so. Sonst wird das nix. Weil es ging ja schon bei der Herrentoilette nicht auf, wie ihr wisst. Ja, schon aktiv mitschauen hier bei der Let's Show Welt. Dass das ja einfach nicht so richtig passt. So. Also so. Aber warte mal, ach Quatsch, nicht aus Steine. Wir bauen es aus Holz. Sieht vielleicht schöner aus. Und vielleicht nicht bis ganz hoch, da man oben so ein bisschen was auflässt, eventuell. Könnt ihr vielleicht auch besser aussehen. So. Ich glaube, nee, hier müssen wir schon noch eins draufsetzen. Ach.
So. Lässt sich zwar nicht so einfach bauen, aber so kann man es doch relativ gut bauen, würde ich sagen. Zumindest probieren wir es einfach mal. So, hups. Ach, nein, so. Ach, so. So und so. Wunderbar. Ich weiß, das soll bei der Handtoilette auch noch so umbauen in die Form. Weil sieht, glaube ich, besser aus. Was ich meine. Finde ich zumindest, dass das etwas besser aussieht, wenn man es so baut. Aber sieht eigentlich gar nicht so übel aus. Also, mir gefällt es so, ja. Hat was. Sind zwar nur drei Toiletten, aber man kann ja im Prinzip. Oh, Entschuldigung. Ja, doch da eine hinbauen. Im Prinzip. Aber ein bisschen schmaler halt. Das ist ja das Problem. Die müssen da ein bisschen schmaler sein. Nee, das sieht scheiße aus. Geht nicht. Ich glaube, das Schwerste, was ich hier an dem Kino habe, ist wirklich die Toiletten. Die Scheißhäuser, ey. Die machen es mir hier überhaupt nicht einfach. Wenn ich hierher baue, ein, zwei, da ist aber waschbecken kein Platz. Und hier wäre dann so, so. Oder auch wieder genau vor der Tür landen. Und hier müsste es doch theoretisch gehen, so wie es möchte. Theoretisch. Ist halt der Eingang etwas beengt. Aber es passt zumindest hinter das Scheißhaus. An die Stelle noch. Da könnte ich wenigstens hier noch ein Klo zusätzlich hinbauen. Ja. Passt sogar. Sehr schön. Sauber. Das wird aber da drüben nicht passen, weil da drüben, da hinten der Hohlraum nicht ist. Hier ist da deine Hohlraum nicht. Der hier ist. Für vier Toiletten. Da brauchen wir nicht so viel Waschbecken, oder? Da ist doch eigentlich auch vier Waschbecken. Würde ich meinen. Das sind doch vier wirklich ausreichend. Aber da würde ich es anders machen. Da tue ich die weg. Mach ich die Waschbecken hierher. Mach dafür hier doch Scheißhaus hin. Da würde nämlich hier auch noch mal eins hinpassen. Ja.
Ist zwar noch nicht ganz symmetrisch, was das angeht, aber es scheiß drauf, das ganze Kino ist unsymmetrisch. Also habe ich ja jetzt noch eine Toilette zusätzlich. Kann man so machen, ne? Es geht, klar. Sieht relativ gut aus. Ja, das ist vollkommen okay. Achso. Die da weg. Dahin eine. Da eine hin. Da eine hin. Da eine hin. So, haben die Toiletten alle eine. Waschbecken auch noch eine Leuchte. Darum die hier an den Ecken weg. Es ist ausgeleuchtet genug. So, jetzt kommt auch der Boden. Aber dann müsste er fließend sein. Da kann man auch irgendwas Helles nehmen. Sandstein? Was sowas hier? Das wird auch echt cool aussehen. Ja? So mit Muster. Ist doch was hier so. So, dann sieht zwar ein bisschen sehr hell aus, muss ich zugeben. Aber es sieht zumindest fließend sehr ähnlich. Ich kann da schlecht hier Holz reinmachen, das ist ja eine Toilette. Und Holzboden ist ja nicht gerade sehr hygienisch. Vielleicht da, wo der Eingangsbereich ist, wo die Tür durchgeht, da kann man das machen, aber so als kleines, ja, Verschönerungsdetail. Aber da hätten wir, glaube ich, doch schon mal die Toiletten schön gestaltet hier. Und so gut wie fertig. Bei der Herrentoilette muss ich das dann auch noch machen hier, die Fliesen legen. Da liegen noch keine Fliesen drinne. So. Dann könnte ich das Kino ja so fast in der Folge schon schaffen und beenden, ne? Also das Haupt, die Hauptteile alle. Die Verschönerung kann ich immer mal so eine extra Folge zwischen reinbringen, eventuell. Als Zusatzfolge vielleicht. Muss ich mal schauen. Ich habe ja noch von einer besten Freundin einen Vorschlag bekommen, wie ich die Seele machen könnte. Dass sie schöner aussehen, dass es so aussieht, sieht, als würde ein Film laufen. Na, das habe ich auch noch im Kopf. Das Kommentar habe ich ja auch erst heute bekommen. Den Kommentar unter den letzten Video von meiner letzten Showwelt hier. Und ja. Das werde ich natürlich dann auch mal so noch für Stück machen. Muss aber überlegen, wie ich das machen werde am besten. Ne? Weil, ja, da muss ich erstmal überlegen, wie ich das so einbringe. Ah, Mist. So. Und hier haben wir jetzt, ey, die Herrentoilette, die ich jetzt auch noch ausfließen muss mit Fließende. Der Fliesenleger, das der verzockt, ist am Werk. So. Das sind die Stehklos hier. Die Stehpissoirs. So. Ah,
falsche Taste gedrückt. Jetzt ballert die Tür raus. Eieiei. Obwohl, muss ich eher ausmachen hier. Weil da habe ich den Durchgangsdings noch nicht gebaut. Durchgangsblock. Wo die Tür drin ist jetzt. Und den möchte ich ja aus Holz haben. Da muss ich jetzt auch noch alles umbauen in Holz. So wie ich das bei der Damentoilette jetzt habe. Da muss ich mal schauen, ob ich das hinbekomme. So. Erstmal mache ich ja die Fliesen alle. Vielleicht lasse ich das bei den Herren Toilette zu und mache das nur bei den Damen zu. Muss ich mal schauen, wie ich das machen werde. Im Foyer wollte ich eigentlich auch noch ein bisschen was verschönern, eventuell. Dass ich dazu Wasserdurchlauf baue, wo es unter dem Boden lang fließt. Ich denke mal, das wird auch richtig cool aussehen. Hoffe ich doch zumindest, dass es cool aussehen wird. Wenn nicht, dann ist es halt so. Da könnt ihr es auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn es euch nicht gefällt, und Verbesserungsvorschläge machen, wie ich das verbessern könnte noch. Ich bin offen für Vorschläge, wie gesagt, oder über Veränderungsvorschläge. Wenn ich jetzt so ein Projekt mache in Let's Show, was ich daran anders bauen könnte, könnten wir gerne auch Bilder schicken als Vorlage. Dann müssen wir uns halt nur unsere WhatsApp-Nummern austauschen, sozusagen. Dann könnten wir das alles machen, zum Beispiel. Oder über Facebook oder per E-Mail. Das ist alles nicht das Problem. Ich bin auf vielen Plattformen erreichbar. So, jetzt habe ich aber wenigstens erstmal soweit die Toiletten fertig. Endlich mal. So, gut. Jetzt werde ich mal schauen, wie ich das mit dem Wasser machen werde. Und ob das so klappt, wie ich das ungefähr im Sinn hatte. Geht das eigentlich auf? Dann müsste ich das zwei breit machen, theoretisch. So zu sagen. Also es geht da nicht auf. Ich werde einfach mal probieren, wie das aussieht. Halt, falsch. Ich muss ja noch eins tiefer. Sonst geht das doch gar nicht. So. Das Becken muss ja dicht sein, also eigentlich noch Stein. Ich würde auch sagen, da macht man weißes Glas, oder? Dass man es sieht. So besser sieht, sozusagen. Aber weißes Glas sieht ja so ein bisschen schissen aus, habe ich das Gefühl. So ein Glas könnte man eigentlich auch nehmen. Rein theoretisch. Das ist gar nicht so einfach. Ach, ich bleib bei gelbem Glas. Komm, was soll's. Habe ich das auch in gelb da? Also kann ich das hier auch so gelb machen. Dann sieht es doch beschissen aus. So, jetzt hat es auch gleich. Okay, passt.
1, 2, 3, 4, 5. Oh, die Richtung ist jetzt nur 1. 3, 4, 5. Ja. Halt, da keiner. Ah, Scheiße. Da einer. Da. Und so, passt. Moment, ich muss mal was kurz versagen. So, okay. Da hat man das. Hier wieder bis über. Gut. Muss ja alles seine Ordnung haben. Es darf ja nicht irgendwo durchstecken, das Wasser. Das wäre ja dann nicht so gut. Ist ja irgendwo durchstecken. Und dann irgendwo das Kino im Keller vollgelaufen ist, auf den Keller hat für Wasser. Das wäre. Das wird dann teuer werden, die Kette wieder zu reparieren. Und hier auch noch mal Wasser. So, dann hätten wir das auch. Wofür da? Das hat was. Ist zwar nicht ganz symmetrisch, aber sieht doch dennoch recht schön aus. Also mir gefällt es auf jeden Fall. Die hier, ich weiß auch nicht. Ich lasse erstmal. Fürs Erste. Und ja, den Kassenbereich, wie könnte man den doch verschönern? Aber hier auf so Wollbuten liegt, teilweise. Rot, orange, braun. Blau. Ach, blau passt hier nicht wirklich rein, ne? Weiß auch nicht. Ich würde rot nehmen. Ich würde fast sagen rot. Und hier gehst du den Seelen. Hier würde ich nämlich fast zum Eingangsbereich den Teppich legen. Und hier noch etwas lang. So. Dann doch hier weiter. Hier rüber. Und dann zu den Kassen hier lang. Ja? Oh, hallo. Das ist irgendwie ein bisschen lästig, dass es immer so schnell klickt, wo man nur einmal draufklickt, wo dann hier drei Doppelklick macht und es die doppelt platziert.
Also mehr, jetzt hier brauchen wir ja keinen Wollteppich. Aber so kann man vielleicht den Eingang auch ein bisschen verschönern. Also mir gefällt es so. Und dann hier vielleicht den Sitzbereich noch. Eventuell. Es ist ja ein Luxus-UCI-Kino. Also wird es auch luxuriös gestaltet. So. Coole Sache. Da könnte man sagen, man liegt hier auch noch so nach drüben. Und hier und da. Dann nehmen wir die doch wieder raus hier. Weil die passen dann überhaupt nicht mehr. Und die haben ein wunderschönes Kino. Eingangsbereich sozusagen. Halt, hier muss ich noch ein bisschen Teppich legen. Aber so hier. Das ist so rum nach hinten. So. Zumindest ein bisschen Zahlen nur. So. Sieht doch relativ schnieke aus. Farbenfroh. Kann ich nichts sagen. Das andere ist auch noch mit voller auslegen, vielleicht. Hä? Was passt so rot? Soll ja auch die so stechend sein, weil das weiß ich schon so hell, finde ich. Grau sieht so, ja, wie soll man sagen, so unfreundlich aus von der Farbe. Wenn dann eher orange, hä? Was sagt hier zu viel Kasse immer jeweils? Okay. Man sagt jetzt halt, man füllt noch die Lücken aus hier, dass es wirklich nach was aussieht und nicht ganz so trist und eintönig. Ich finde, das gehört schon dazu, dass es schön aussieht, auch etwas farbenfroh ist. Daher mache ich diese den farbigen Boden jetzt doch rein. Hatte ich erst eigentlich nicht im Plan gehabt, so zu machen. Aber ich mache es jetzt doch mal. Weil es doch relativ cool aussieht. Meines Erachtens. Ihr könnt natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Ich denke mal. Einigen, was wahrscheinlich wieder so farbenfroh aussehen, was ich da verstehen kann. Es wird nicht allen gefallen, aber ich gebe mir Mühe, dass es gut aussieht. So. Wunderbar. Ich habe einen Eingang, würde ich fast sagen. Fußabstreicher. Aber grau, weil es der Eingang ist. Gut. Ich würde erstmal sagen, das reicht wieder für die Folge. In der nächsten werde ich dann wahrscheinlich doch nochmal mit dem Kino weitermachen. Also Folge 7.
7 und die nächste ist Folge 8. Hoffe natürlich, dass ihr wieder viel Spaß hattet beim Zuschauen meiner letzten Showwelt. Und beim nächsten Mal zum Donnerstag wieder dabei seid, wenn es heißt, wenn es wieder heißt Let's Show Minecraft mit und von eurem Das Steffen zockt. Ich sage nun auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein, meine jungen Padawane und Minecrafter. Also dann, ciao mit V und wir sehen uns genau hier zur selben Stelle, selben Welle wieder. Also dann, bye bye. Und lasst wie immer gerne ein Like und Abo da, wenn es euch gefallen hat.